Ding muss weg. Jetzt willst du mal abnehmen. Da gehst du auf YouTube, holst dir schlaue Tipps und was ist? Alle erzählen dir den gleichen Müll. Du musst nur weniger fressen, wie du verbrauchst. Kalorien zählen ist das A und O. Ja, und was hat es genützt? Der Ranzen ist immer noch da. Super, danke. Kann ich nichts mit anfangen. Kann ich nichts mit anfangen. Nix, nada, niente. Ach, was mache ich jetzt? Was haben wir denn heute? Am 3.5. Oh. Am 4.8. bin ich auf dem Festival. Da muss der Ranzen weg sein. Und soll ich dir was sagen? Das schaff ich. Das schaff ich. Du willst wissen, wie? Ich lade dich ganz herzlich ein. Begleite mich. Einfach Knolte begleiten. Genau. So, Brille weg. Schon mal ein paar Gramm abgenommen, ne? Ja, wenn das so einfach wäre. Also, Phase 1, Phase 2, Phase 3. Ich beginne Phase 1. Ich werde leiden, ich werde Hunger haben. Boah, so lang, bis sich der Körper dran gewöhnt hat. Danach nicht mehr. Und dann starte ich direkt mit Phase 2. Und ich weiß jetzt schon, ich werde Hunger haben. So lang, bis sich der Körper dran gewöhnt hat. Und dann kommt Phase 3. Und Anfang August ist der Ranzen weg. Hundertprozentig. Und der bleibt weg. Ja, aber wie denn jetzt? Wie denn jetzt? Wie denn jetzt? Hier YouTube. Diese Lichtverhältnisse sind besser wie YouTube. Ne? Gott nicht schlecht. Aber immer noch besser. Ich habe hier zig Videos aufgerufen. Mal geguckt, ne? Guckst du mal, Knolte, wie kannst du das Ding loswerden? Der eine sagt so, der andere so. Die meisten sagen aber, Frühstücken wie ein Kaiser, Mittag wie ein König, Abendbrot wie ein Bettelmann. Hat bis jetzt nicht wirklich geholfen, sage ich mal so. Ist ja auch klar, Frühstück wie ein Kaiser, ne? Also früher war das mal so, man musste das Mammut fangen, bevor das Mammut fressen kannst. Also kann das ja schon gar nicht so stimmen mit dem Bombenfrühstück. Ja, und dann habe ich mir überlegt, wie kann denn das? Also so ein Körper, so meiner einer, deiner einer, wie von euch allen, haben ein Problem. Weil so ein Körper, wenn du jetzt frisst, bis das Ganze verdaut ist und verarbeitet ist, braucht er 14 bis 16 Stunden, bis der überhaupt mal in die Fettverbrennung geht. Also Phase 1, ich starte mit Intervallfasten. 16 zu 8. Viele von euch schon gehört. Muss man sich dran gewöhnen, kein Frühstück. Gut, ich bin mir fast gewöhnt. Ich fange um 5 Uhr an zu arbeiten. Unmenschliche Zeit übrigens, ne? Also Chef, ändert mal was, ne? Ja, und dann gibt es kein Frühstück. Morgens früh aufstehen, 3:30, Stullen schmieren für den Tag, Kaffee trinken, Auto setzen, Arbeit fahren. Ne? Und dann gibt es irgendwo so das erste Stühlchen so um 7:30, 8 auf der Fahrt unterwegs. Ne? Ich bin Berufskraftfahrer. Ja, das würde ich nach hinten schieben. 16 zu 8, so meistens 18, 19 Uhr gibt es Abendbrot, ab dann 16 Stunden, nada. Ja, wenn du dich ja so nach einer Woche, anderthalb dran gewöhnt hast, Knolte, ne? Was passiert denn dann? Stell dir vor, du hungerst 16 Stunden. Ja, du hungerst ja nicht, 8 Stunden pennst du, ja, also. Und frisch nach dem Essen bist du satt, vielleicht knurrt der Magen mal 4 Stunden. Ich weiß nicht. Ausprobieren. Keine Ahnung. Schauen wir mal, ne? Aber wenn man sich das dann überlegt. Ich habe jetzt 16 Stunden nichts gefressen. Und was gibt es dann? Eine Stulle. Kohlenhydrate. Und das heißt ja auf gut Deutsch, Fettverbrennung gestoppt. Jetzt. Bevor die überhaupt eingesetzt hat. Da kam ich auf das Thema Ketogen. Gibt sich auch zig Videos hier, ne? Also ketogene Ernährung. Aber so extrem will ich ja gar nicht sein. Aber was ist denn, wenn ich die erste Mahlzeit, also mein Frühstück, weil ich mittags esse, also Mittagessen, auf Kohlenhydrate verzichte? Könnte das klappen?
Fragezeichen. Ja, ausprobieren. Leute, was habe ich zu verlieren? Ich habe gesagt, August muss der Ranzen weg. Minimum zwei Kleidergrößen. Bonner. Dass die Buchsen mal wieder passen, ne? Kein Geld, um neue zu kaufen. Wie gesagt, Berufskraftfahrer, nicht Masse Kohle in der Tasche. Ja, wenn es dann hilft und ich mich dran gewöhnt habe, kommt die Phase 3. Ein Tag in der Woche, mal gucken, vielleicht wird der Mittwoch, vielleicht wird der Donnerstag, Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag, keine Ahnung, gar nichts fressen. Null. 24 Stunden, null. Und ich verspreche dir, der Ranzen geht weg. Der geht weg. Und ich lade dich nochmal ein, mich hier auf meinen Video zu begleiten. Wird nicht jeden Tag ein Video geben, Update, wie es mir geht, aber zwei, drei Stück die Woche werde ich mal erzählen, wie ich gerade leide. Und vielleicht hast du ja auch Bock, mitzumachen. Herzlich willkommen im Team. Schnell in die Kommentare gepinnt, ich bin dabei. Herzlich willkommen. Dann machen wir das Ganze zusammen. Denk dran. 16 zu 8 plus halb ketogen, das heißt, erste Mahlzeit auch noch auf die Kohlenhydrate verzichten. Schön Fett rein, ne? Oh, wenn ich allein dran denke. Wiener Würstchen, Kotelett natürlich ohne Panade, ne? Kohlenhydrate, ne? Und auch bei den Würstel, da muss ich hin auf die Packung gucken. Weil es gibt ja den einen oder anderen Hersteller, die schreddern da ein bisschen Brot rein, streckender Zeug, ja klar. Und wenn ich ganz fies drauf werde, und ich kenne mich, ich werde fies drauf, dann will ich auch noch auf diesen industriell verarbeiteten Zucker verzichten. Ah, scheiße ungesund, das Zeug. Scheiße ungesund. Warum sind wir zu fett? Sind das etwa nur hier die Bierchen? Ja, die auch, klar. Ja. Kohlenhydrate, ne? Also, ich muss auf Wodka umsteigen. Ja, nee. Wodka, Kartoffeln, ne? Kohlenhydrate. Scheiße, schreib mir mal schnell in die Kommentare, was für ein Fusel ich mir reinballern kann abends zum Feierabendbier, was keine Kohlenhydrate hat. Gibt es da was? Muss ich mich noch schlau machen. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn du mich nicht auf dem Laufenden hältst. Also, ja, ich weiß, ich bin total bekloppt, aber hier dreht es sich jetzt erstmal und abnehmen. Weil wenn ich abgenommen habe, bin ich vielleicht glücklicher. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eigentlich fühle ich mich pudelwohl, nur die Buchse, die drückt immer so den ganzen Tag. Und wenn ich nach dem Alten gehe in die Firma und sage, du, ich brauche neue Arbeitsklamotten, dann sagt mir, Firma hat fressen, ob du. Die sind fast neu. Ja, also wie gesagt, ich versuche es. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich hoffe, du bist dabei. Jetzt kann man ganz schnell alle Däumchen hoch, die du hier hochgeben kannst. Am besten noch einen Kommentar. Und wenn du noch nicht dabei bist, lass ein Abo da, Leute. Einfach mal auf Abonnieren drücken, Glöckchen aktivieren. Dem Blödmann da auf der anderen Seite mal zugucken. Wie er sich quält, wie er sich zum Affen macht. Oder einfach nur grottenschlecht versagt. Wir werden sehen. August, ne? Anfang August muss was von der Plauze weg sein. Mindestens zwei Kleidergrößen. Ich wünsche euch jetzt einen ganz hervorragenden, schönen Abend. Legt die Beine hoch, lasst es euch gut gehen, weil hier auf diesem Kanal dreht sich alles um Lifestyle. Wie du glücklicher wirst und du und du und du. Mhm. Und und nicht zu vergessen, ich, ne? Ich. Diese, alles live. Ich habe hier kein Skript geschrieben, ich lese hier nichts ab. Ich laber frei Schnauze. Muss ich dran gewöhnen oder ab an einen Kanal. Also, wir sehen uns.